Wenn wir in unserem Bericht über den Status quo, wie Sie, Herr Präsident, gesagt haben, zu berichten haben, dass wir aktuell ein Modell prüfen, das als Anstaltslösung in der öffentlichen Diskussion derzeit eine große Rolle spielt, dann handelt es sich um eine Verwertungsgesellschaft ohne Banklizenz. Das unterscheidet sich von der jetzigen Art und Weise des Umgangs mit dem Erbe für diese Bundesregierung, für das Land Österreich, das wir uns wahrlich nicht gewünscht haben. Im Unterschied zur bisherigen Abwicklung der Hypoalpe Adria dadurch, dass wir ein Modell unter die Lupe nehmen, das Deutschland angewandt hat, in der Finanzmarktkrise mit den Schwierigkeiten bei ihren Banken eine Lösung zu suchen, die ermöglicht, ohne die nötigen Eigenmittel, weil eben nicht mehr Banklizenz, auf einen längeren Zeitraum eine Abwicklung heißt in Wirklichkeit einen Verkauf, eine Bewirtschaftung, die mit möglichst geringen Verlusten, aber durchaus Verlusten, mit möglichst geringen Verlusten zu einem Ergebnis kommt. Wir wollen Ihnen über dieses Modell deshalb berichten, weil wir über den aktuellen Stand hier auch in diesem Haus zu reden haben. Ich kann aber, und das werden Sie gut verstehen, nach dem Verursacherprinzip natürlich nicht umhin, ohne zu sagen, wie sind wir überhaupt zu diesem unvorstellbar großen Problem gekommen, dass uns alle, die Österreicherinnen und Österreicher, auch diese Bundesregierung beschäftigt, aufregt und ärgert. Ich möchte den Rechnungshofbericht, der Ende Jänner 2014 hier eine klare Sprache spricht, kurz zitieren. Der Rechnungshof hielt fest, dass eine Inanspruchnahme des Landes Kärnten aus dem Titel der Hausfallbürgschaft für die Verbindlichkeit der HB Int und HBA Ende 2009 die wirtschaftliche Tragfähigkeit des Landes Kärnten bei weitem überstiegen hätte. Und da kommen wir auch schon zum eigentlichen Punkt des Verursachers. Nicht nur eine Bank mit noch von vielen zu klärenden Geschäften, sondern noch dazu eine Haftung von der damaligen Führung durch die FPÖ im Land Kärnten. Eine Haftung übernommen, von der der Rechnungshof klipp und klar sagt, sie hätte die Tragfähigkeit, die wirtschaftliche Tragfähigkeit des Landes Kärnten bei weitem überstiegen. Auch die Hinweise, die es vorher gegeben hat, die bereits im Jahr 2003, auch das merkt der Rechnungshof zu Recht an, gegeben hat, mit den Kontrollmöglichkeiten, auf die hingewiesen wurden und dem Risikogehalt, sind nicht beachtet oder nicht ausreichend beachtet worden. Demgegenüber stehen eine Reihe von vollmundigen Sprüchen von FPÖ-Vertretern, wie etwa Herr Uwe Scheich, der noch die Frechheit hatte zu sagen, Haider hat die Hypo zur erfolgreichsten Regionalbank Europas gemacht und entpolitisiert. Oder auch Kurt Scheich, wir haben es mit einer kerngesunden Bank zu tun. Sie sehen, meine sehr verehrten Damen und Herren, was alles gesagt wird, kann aber nicht der Wahrheit entspricht. Hypoalpe Adria ist ein Beispiel dafür, dass eine umfassende Regulierung der Finanzmärkte, Bankenunion und Umsetzung eines effektiven Mechanismus für geordnete Abwicklung von Banken sehr wichtig ist. Und da komme ich dann in den Ausführungen noch auf die Frage, wie kann denn so eine Abwicklung stattfinden? Ich möchte aber, weil es mir persönlich auch wichtig ist, sagen, dass ich auch im Wahlkampf, also in einer Zeit, die nach einer Wahl immer besonders unter die Lupe genommen wird, im Wahlkampf gesagt habe, ich schätze Kosten von 4 bis 7 Milliarden Euro. Ich weiß, dass das damals zu Kritik einiger geführt hat, die gesagt haben, mein Bundeskanzler hat bei einer laufenden Abwicklung überhaupt keine Schätzungen abzugeben. Ich wollte damit auch nur zum Ausdruck bringen, dass ich davon überzeugt bin, dass die Einführung der Bankenabgabe und deren Fortsetzung, dass aber auch die anderen Beiträge aus diesem Sektor gerechtfertigt sind,
weil die Schäden, die durch das verantwortungslose Handeln im Bereich der Hypoalpe Adria und dieser großen Übernahme einer Haftung, die das Land Kärnten gar nicht selbst leisten kann, weil hier Kosten auflaufen, die eben nicht der Steuerzahler alleine tragen kann, sondern wo der Bankensektor einen erheblichen Beitrag zu leisten hat. Weil auch der Bankensektor genauso wie wir alle in dem Land ein Interesse daran haben muss, dass es um stabile Verhältnisse geht, denn Finanzstabilität nützt allen in diesem Land. Es nützt den Unternehmerinnen und Unternehmern genauso das Image Österreichs und deren stabile Bonität, wie natürlich der Aufnahme von Krediten des Bundes, wie natürlich auch der Aufnahme von Geldern der Länder. Also es gibt überhaupt niemand, der nicht mit aller Kraft an einer Lösung interessiert sein muss, die offen und ehrlich zugibt, es handelt sich um Verluste, die wir uns nicht gewünscht haben als Republik Österreich, die wir übernommen haben durch unverantwortliche Tätigkeit. Dieses verantwortungslose Handeln einzelner Akteure und Gruppen zeigt, wie wichtig es ist, dass wir hier in Zukunft auch die Regeln, die wir schon geschaffen haben, penibel einhalten und weitere Regeln auch auf europäischer Ebene schaffen. Auch hier gibt es immer wieder die Kritikpunkte, dass eine europäische Finanzmarktaufsicht, dass europäische Regeln es unseren Instituten und anderen handelnden Verantwortlichen nicht leicht machen. Ja, das stimmt. Dass Kontrollmechanismen, die hohe Eigenmittel verlangen, dass Kontrollmechanismen, die aufwendig sind in vielen Bereichen, für den Einzelnen, der davon betroffen sind, unangenehm sein kann, vor allem wenn er redlich, korrekt und auch erfolgreich alles abwickelt, stimmt. Aber das Beispiel der Hypoalpe Adria zeigt, dass hier ein hoher Nachholbedarf an zusätzlichen Regelwerken existiert, zu dem ich mich auch bekenne und von dem ich überzeugt bin, dass er auch in Österreich und auf europäischer Ebene auszuweiten ist. Eine funktionierende Aufsicht, schwierig genug, Einzelgeschäfte von Banken, die international stattfinden, im Detail nachvollziehen zu können. Klingt ein bisschen einfach in einer Debatte, als es tatsächlich ist. Aber derartige Zusammenhänge zu überprüfen, zu durchleuchten, auf ihren Risikogehalt einzuschätzen, erfordert eine europäische Finanzmarktaufsicht, die wir daher gemeinsam zu schaffen haben und auch als Österreicher hier eine aktive Rolle zu spielen haben. Es war in den 30er Jahren, weil derzeit viel über Gedenktage und historische Ereignisse diskutiert wird, als mit dem Zusammenbruch der Kreditanstalt 1931 ein wirtschaftlicher Flächenbrand ausgelöst wurde. 2009 hat dieser Konsens nicht gefehlt, dort zu handeln, wo es notwendig war, einerseits mit der Verstaatlichung, andererseits auf europäischer Ebene mit Schutzmechanismen, die einen Zusammenbruch verhindert hatten. Die Fehler der 30er Jahre nicht zu wiederholen, gilt für die Bekämpfung der Finanzkrise, aber auch für die Bekämpfung der von Finanzkrise ausgelösten Wirtschaftskrise. Ich weiß, dass immer, wenn etwas erreicht wurde, wenn ein Brand gelöscht wird, dann ist man sich nicht darüber im Klaren, was alles hätte passieren können. Aber ich bin davon überzeugt, dass sowohl die Entscheidung der Verstaatlichung, als auch die Entscheidung der diversen Schutzschirme, als auch die Vorsorge, die wir getroffen haben für die österreichischen Banken, richtig und notwendig war und auch bleibt. In der Hypo müssen daher seit 2009 Probleme gelöst werden, die vor 2009 verursacht wurden. Von 2002 bis 2008 ist die Bilanzsumme von unter 10 Milliarden Euro auf über 40 Milliarden, davon 31 Milliarden noch in österreichischem Besitz, deutlich erhöht und damit vervierfacht wurde. In riskantem und verantwortungslosem Expansionskurs mit Unterstützung durch diese von mir bereits genannte unverantwortliche Höhe der Landesgarantie. Schon bei der Notverstaatlichung war klar, dass hohe Kosten für die Republik entstehen werden. Aber erst nach der Notverstaatlichung hat sich schrittweise herausgestellt, dass Probleme wesentlich größer als ursprünglich angenommen waren,
Gleichzeitig kam auch noch die Vertiefung der Wirtschaftskrise in Südosteuropa dazu. Also dieser Punkt, dass gewisse Erwartungen in der Entwicklung von Südosteuropa angenommen wurden, von vielen damals handelnden Personen, das war auch in anderen Ländern so. Das war bei der Bayern LB, das war auch bei den Verantwortlichen bei der Hypo, die wir gestellt haben. Aber es war auch bei anderen Verantwortlichen von Wirtschaftsunternehmen so, dass sie höhere Erwartungen in die wirtschaftliche Entwicklung Südosteuropas hatten. Und dass diese durch die Wirtschaftskrise deutlich schlechtere Entwicklung in Südosteuropa natürlich auch die Erwartungen, daher die Erwartungen nicht eintreffen und es hier zu Abwertungen gekommen ist, das ist kein Hyperproblem alleine, nein, das ist ein Problem vieler Betriebe, vieler Banken, die international hier abzuwerten hatten oder Erwartungen und Ziele, die sie sich gesetzt haben, nicht erreicht haben. Ich möchte das deshalb auch hervorstreichen, um hier die Komplexität und damit die unterschiedlichen Ursachen in der Entwicklung der Hypo zu erklären. Die erschwerte Aufgabe, die Bank rasch zu schrumpfen und letztlich alle Vermögenswerte zu verkaufen, kennen Sie. Die Bilanzsumme ist aber immerhin von 41 Milliarden Euro auf rund 27 Milliarden Euro geschrumpft. Nicht ohne den Beiträgen, die wir als Bund geleistet haben, aber auch mit Beiträgen, die einen Verkauf, etwa die Hypo Kärntnis hier hervorzuheben, aktiv in der Abwicklung in den letzten Jahren passiert sind. Und ich sage das deshalb, weil die Frage, ob die Kärntner Hypo verkauft wurde, erfolgreich verkauft wurde, im Sinne eines abgeschlossenen Verkaufs, ja, unter dem Buchwert verkauft, aber verkauft wurde und damit eine Reduktion der Bilanzsumme und auch, aber verstehen Sie doch, was heißt Buchwert, zu dem Zeitpunkt, um den es geht und nicht die Buchwert. Ja, ich kann es Ihnen neu erklären, damit Sie es auch wissen, weil jemand, der solche Haftungen übernimmt, wie Sie, der weiß, was in Zukunft geht. Aber das zwischen dem, was man sich von einer Bank erwartet, und auch was sich die Kärntner von der Hypo Kärnten erwartet haben und was wir derzeit vorfinden an tatsächlichen Werten, dass da große Unterschiede sind, das ist tatsächlich mittlerweile jedem aufgefallen, das könnte auch der FPÖ sein. Der Abbau muss weitergehen und beschleunigt werden, weil mit dem Abbau sinkt das Risiko auch für uns und damit für alle Steuerzahler. Es braucht Zeit, bis auch der letzte Kredit abgebaut ist. Und es ist notwendig, diese Lösungen konsequent durchzuarbeiten. Auch die Frage der Beteiligung der Banken ist von uns ausführlich geprüft worden. Wenn ich sage von uns, dann meine ich die von uns eingesetzte Taskforce sowie das Finanzministerium, deren Experten und viele darüber hinaus zugezogene Experten, die genau überprüft haben, wie wir bei dieser Abwicklung die bestmöglichste Lösung für Österreich erreichen. Unsere Aufgabe ist es, die Kosten für die österreichischen Steuerzahler so gering wie möglich zu halten. Die Aufgabe der Expertengruppe ist es, in welcher Struktur die Abwicklung am besten umgesetzt werden kann. Und wir werden auch weiter mit der Verlängerung der Bankenabgabe dafür sorgen, dass nicht nur die 4 Milliarden Euro, die in der letzten Legislaturperiode hereingekommen sind, aus diversen Bereichen der Banken, sei es durch Bedienung der Zinsen des Partizipationskapitals, sei es durch Haftungsentgelte oder eben die Bankenabgabe, sondern auch die Beschlüsse, die wir für die Fortsetzung der Bankenabgabe gefasst haben, in den nächsten Jahren, in den nächsten 10 Jahren von etwa 7 Milliarden, also insgesamt 11 Milliarden in einem überschaubaren Zeitraum aus diesem Sektor weiter heranzuziehen, um hier etwas zur Verfügung zu haben. Wir haben auch im Bundesfinanzrahmen einen Beitrag vorgesehen für Verluste, die wir als möglich erachten in dieser Zeit des Bundesfinanzrahmens. Sie wissen, dass auch die Europäische Kommission, die sich das ebenfalls sehr genau angesehen hat,
ja ebenfalls von Verlusten in etwa der Größenordnung spricht, die auch wir vorgesehen haben. Ich möchte aber doch noch zu einer Frage jener Zurufe kommen, die relativ schnell mit dem Begriff Konkurs hier bei der Hand sind. Ich möchte doch deutlich machen, dass es gilt, einige Risiken abzuwägen und nicht einfach, um die Diskussion ein bisschen in Schwung zu halten, irgendein Stichwort zuzurufen. 12,5 Milliarden Euro an Haftungen des Landes Kärnten bestehen auch noch zur Stunde. Es ist auch viel geschehen, aber 12,5 Milliarden Euro bestehen auch noch zur Stunde. Immer noch gibt es ein hohes Volumen an Spareinlagen in südosteuropäischen Tochterbanken. Immer noch ist das Risiko einer Ansteckung anderer Banken. Die Republik Österreich hält auch Anteile an anderen Banken. Immer noch gibt es das Risiko, dass Anleger Vertrauen in österreichische Institute verlieren könnten. Daher ist es unsere Aufgabe, das Gegenteil zu erreichen, nämlich das Vertrauen zu stärken und eine Abwicklung vorzunehmen, die belegt, dass wir die richtigen Konsequenzen ziehen und nicht vergessen, wer die Verursacher waren. Wir brauchen daher keine Entscheidung auf Basis von Zurufen, die nur polemisch gemeint waren, um irgendein politisches Kleingeld zu wechseln. Wir brauchen eine geordnete Vorgehensweise mit dem Wissen der Experten, die hier tätig sind, gemeinsam mit, und das hoffe ich, auch einer konstruktiven Opposition in diesem Hause. Schon gar nicht brauchen wir eine Entscheidung auf Basis von Empfehlungen aus jener FPÖ, die schon hinreichend bewiesen hat, dass sie nicht in der Lage ist, gute Entscheidungen zu treffen und verantwortungsvoll zu handeln.